Ja, hoi, meine Freunde von heute. Willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. Ihr hört es schon, ich habe eine komische Stimme gerade. Und das liegt daran, weil ich mal gerade geguckt habe, was das heißt. Oh, Junge! Mein Gott, bin ich blöd, Alter. Mir kommt auch noch ein perfektes Beispiel dazwischen. Denn Dust heißt Staub. Und das fiel mir in dem Moment ein, als ich an Stardust gedacht habe. Ja. Gut, trotzdem haben wir jetzt ein Schuppet, was Dust in heißt. Und das freut uns sehr. Und das werden wir auch nachher abholen gehen. Wir werden uns weiter um diesen Pyroberg hier kümmern. Wir haben im letzten Part hier angefangen. Und ich würde sagen, kämpfen wir erstmal gegen dieses kleine Mädchen. Seit ich erzählt habe, dass ich mich mit Pokémon unterhalten kann, machen sich alle Sorgen um mich. Warum? Das ist eine schöne Fähigkeit, die du hast. Träumerin Trixie. Pummeluff. Ja. Pummeluff ist fehl, ne? Ich habe keine Energie mehr. Shit. Interessiert uns nicht. Da wollte ich jetzt aber wissen, ne? Da wollte ich jetzt aber wissen. So, mein Pokémon könnte sich wehgetan haben. Geht's dir gut? Und wir kriegen 560 Dollar von einem kleinen Mädchen. Und gehen weiter nach oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit das nach oben ging. Haben wir noch Supertränke? Einen. Okay, wir sollten echt demnächst mal wieder Sachen kaufen gehen. So langsam aber sicher gehen unsere Vorräte dem Ende zu. Ah, noch ein Schuppet. Level 31. Ja gut, aber wir haben kein Interesse an dieses Level 31 Schuppet. Wir haben schon unseren Dustin und damit sind wir vollkommen zufrieden. Ein Doppelkampf. Dass wir zu Schwestern geworden sind, verdanken wir dem Fluch eines Geister-Pokémon. Niemand ist stärker als wir. Glaubst du wirklich, du kannst uns Schwestern besiegen? Wir wurden immerhin durch die fantastische Magie von Feen-Pokémon vereint. Feen und Geister, was für eine Kombination. Irgendwie fehlt mir ja noch so ein Geister-Feen-Pokémon. Iris und Siri. Iris und Iris rückwärts. Interessant. Oh, stimmt, ja, Flunkiefer wurde ja zu Stahlfee umgetauft, ne? Ich glaube schon. Das wird wehtun. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe zwar gerechnet, dass es mir verdammt viel Schaden machen wird, aber dass es mich umbringen wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Damit hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Nicht gedacht, damit hätte ich echt nicht gerechnet. So. Aber das sollte kein Problem sein. Wir können beide angreifen. Das ist schön. Ich wollte eigentlich nur Girafarig angreifen. Dann greifen wir halt beide an. Was? Warum hat... Ah, es hat ja Eisenabwehr eingesetzt, genau. So. Solange es unsere Schokina nicht angreift, ist alles gut. Ach, Menschenskinder, ey. Haben sich natürlich wieder zwei von unseren Pokémon verabschiedet. Lehmbrühe. Oh, ich glaube, die Attacke war gut, ne? So eine Wasserattacke. 90. Ah, das gefällt mir. Dann können wir ruhig mal die Aquaknarre beiseite legen, denn Lehmbrühe wird auf jeden Fall viel mehr ausrichten. Und Flunkiefer ist paralysiert. Kuckuck. Ich bin's.
Abonniert mich! Oh, Stampfattacke ist eigentlich voll unnötig, aber egal. Lehmbrühe. Oh, greift auch Spider an. Interessant. So, und damit sind die beiden besiegt. Nein! Die Magie hört auf zu wirken. Oh, der Flur fällt von uns ab. Jetzt seid ihr keine Schwester mehr. Wie tragisch. Okay, das ist eine Treppe von der anderen Seite. Auch noch so ein Biest. Biest. Es ist schon fast beängstigend, wie gerne ich mich grusele. Wenn ich hier bin, zittere ich förmlich vor Angst. Okay. So viele Trainer. So wenig Zeit. Pandora möchte kämpfen. Und sie hat einen Schuppet. Oh mein Gott. Schnüffler. Ja, wird der Schnüffler dir... Was bringen sie? Ja, ruft es zurück. Was ruft sie denn jetzt rein? N'Xatu. Ernsthaft? Ich meine, mach jetzt keinen großen... Ja, was heißt keinen großen Unterschied, aber... Schon ein Unterschied. Es macht einen großen Unterschied. Oh, Junge. Gut, Hydropike muss es richten, weil unsere Pokémon gehen auch wieder langsam dem Ende zu, ne? Sag mal, dieses Xatu ist aber verdammt schnell, ne? Und Hydropike, ich warne dich. Warum warne ich dich eigentlich? Du machst es doch sowieso, du haust dich immer wieder selber. Mein Gott, als wenn man deine Hand nehmen würde und sagen, hey, warum haust du dich selbst? Hey, warum schreckst du zurück? Und jetzt wieder, hey, warum haust du dich selbst? Oh, nee, doch nicht, okay. Ja gut, ich gehe mal nicht davon aus, dass hier eine Schwester Joy irgendwo in dem Gebäude hier ist. Deswegen werden wir gleich nochmal kurz zurückkehren müssen. Oh, seht ihr dieses Schuppert, wie süß es grinst? Das ist mir voll sympathisch. Leider werde ich es wegspülen müssen. So. Verlieren hingegen mag ich gar nicht. Ja, ich schon. Also, nee, ich mag es nicht, aber wer mag es schon? Oh, den habe ich voll vergessen. Meister, seht her, wie ich mich gemacht habe. Meint er uns? Schwarzgurt Hiroshi. Maschok. Oh ja, ich erinnere mich gut an Hiroshima. Also, ich erinnere mich nicht daran. Ich erinnere mich eher, dass jemand meinen Namen nicht aussprechen konnte und mich deswegen Hiroshima Panda genannt hat. Ach ja, das waren noch Zeiten. Überroller. So, ich hoffe, der Surfer macht den Rest. Ansonsten sitze ich da so ein bisschen auf der Zielgeraden. Kriegen aber noch ein Level up, das ist schön. Meister, verzeiht mir. Ja, da kannst du ja nichts dafür, dass dein Pokémon versagt hat. Oh Gott, ich hatte gerade einen kurzen Moment Angst, dass dieses Mädel, was da stand, mich angreifen würde. Das wäre böse gewesen. Ha, da lacht es so. Sagt so, hey, guck mal, Wasser, hier bin ich. Und ich sag so, guck mal hier, hier ist Hydropike. Und ich hau ab. Denn ich habe weder die Kraft noch die Lust, hier gegen irgendwelche random Pokémon zu kämpfen. So. Wir können echt froh sein, dass uns die Pokémon hier in Ruhe lassen. Können wir uns nämlich in Ruhe... In Ruhe um unser Pokémon-Team kümmern. Und dann geht's wieder zurück auf den Pyroberg. Ich möchte wenigstens an die Spitze kommen, dass ich wenigstens im nächsten Part das Magma-Event machen kann. Das wäre schön.
Gut, jetzt greift uns eins an, aber das hat auch lange genug gehalten. Muss ich zugeben, ein Tentacher. Ist jetzt nicht unbedingt das Pokémon mehr, was mir Angst macht, aber okay. So, und dann wollen wir mal. Willst du das jetzt auch machen? Einfach nur zum Schutze. Setzen wir Schutz ein. So. Dadurch sinkt nicht nur die Wahrscheinlichkeit, sie sollte eigentlich uns in Ruhe lassen. So, bis hierhin waren wir, ne? Genau, bis hierhin waren wir. Ein Wanderer, der kämpfen möchte. Für einen Reisenden wie mich sind Pokémon wichtige Gefährten. Okay. Da war ein Item, aber ich wollte erst den Wanderer überprüfen. Basti möchte kämpfen. Er hat einen Kecleon. Hallo, Kecleon. Level 36 wieder? Ich bezweifle mal, ja. Ja. Eventuell macht aber unser Funkensprung dasselbe wie mit dem... Na, macht es nicht. Mit dem, Aua. Aua. Ich wollte eigentlich sagen, macht der Funkensprung genau dasselbe wie mit dem Pummeluff. Aber es tut es nicht. Ich hoffe, es setzt sich nochmal Dunkelklaue ein. Ne, es setzt Tarnung ein. Geist, okay. So, das war's. Wie hat sich mein Weggefährte geschlagen? Ja, das hast du auch bestimmt mit dem Devonscope ausfindig gemacht und mitgenommen. Oh, Seerauch, okay. Wir sollten aber auch gleich oben ankommen, ne? Ja, so viel dazu. Es ging ja doch schneller, als ich gedacht habe. Aber gut. Daniels. Jetzt müsste ich mal wissen, wie lange ich schon aufnehme. Tschö. Da ist eine TM. Darum kümmern wir uns noch. Meine TM. Hier liegt, okay. Ihr könnt auch ruhig da liegen bleiben. Aber was wir haben, was haben wir. Also von daher. Gut, dann würde ich sagen... Der Schutz wirkt nicht mehr. Okay, das will ich auch sagen. Was steht da rum? Ach, das ist ein Grabstein. Ich habe mich gerade gefragt, warum steht hier eine Zapfsäule rum? So, dann würde ich sagen, im nächsten Part gibt es Action, Leute. Ihr seht es schon. Hier stehen ganz viele Magma-Leute drum. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es hier weiter. Das ist übrigens ein wunderschönes Bild so. Ich und Team Magma und ich mach Kniebeugen. Gut, Leute, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa la Vista, Baby.